Also wir merken das, dass in der Gesellschaft die Tattoos immer beliebter werden, ganz klar. Das kommt halt, wie gesagt, durch diese ganze Fernseher, die Fußballer, die Schauspieler, die ganzen Models, die das immer mehr in die Öffentlichkeit präsentieren. Und dementsprechend kriegt man das schon noch quasi die nächsten Jahre noch viel, viel weiter zu sehen, dass es wirklich von dem Ding her steigt. Ja. Wir sind hier in Karlsruhe, würde ich mal sagen, ja, im Umkreis sogar eins der besten Studios. Die Anfrage ist je nachdem, wir haben ja sehr viele Gasttätowierer. Also aktuell arbeiten wir mit 18 Gasttätowierer aus der ganzen Welt, international. Und je nachdem, wie viele im Moment Gasttätowierer halt da sind, entwickeln sich halt auch die Anfragen an den Kunden. Aber mit so circa zwischen 10 und 20 Terminen am Tag kann man da schon rechnen. Like tattoo artists, working something like 12 years professional in a different place in all the Europe. It's more experience than you can use more new ideas and be more helpful for the customers here. I work since we opened the shop. This is something like 2.5 years. Black and White gibt es mittlerweile seit exakt 7 Jahren. War eigentlich eine ganz verrückte Geschichte. Ein Tätowierer, den ich kennengelernt habe, hat mich mal angesprochen darauf, ob ich ihn irgendwo unterbringen kann an einem Tattoo-Studio. Und so hat sich die Idee eigentlich ergeben. Also ich habe ihm gesagt, okay, ich mache mir mal die Gedanken drüber. Ein paar Tage später habe ich ihn angerufen und habe gemeint, pass auf, ich habe einen Laden gefunden im Bruchsal. Wir machen den zusammen. Und so hat sich quasi Black and White gegründet.